Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des täglichen Bhagavatams. Und ich habe hier eine ganz neue Bibeltasche, nannte sich das. Und weil beim Transportieren ist das immer so ein bisschen gefährlich, die Bücher irgendwo in eine Tasche zu stopfen oder in einen Koffer. Aber jetzt habe ich eine eigene Bibeltasche. Da passen sogar zwei Bücher rein. Einmal das Srimad Bhagavatam, unser wichtigstes Buch im Krishna-Bewusstsein mit 18.000 Shlokas. Und unser ebenfalls wichtigstes Buch, hier eine ältere Ausgabe aus dem Jahre 1994, die Bhagavad Gita, wie sie ist, das ist das Wichtigste. Und alle diese Bücher wurden übersetzt und kommentiert. Ich schaue mal, ob hier auch ein Bild drin ist. Ja, von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dem Gründer Acharya der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. Und falls du hier zum ersten Mal einschaltest, ja, es gibt Dinge, das wäre toll, wenn man die schon vorher wüsste. Deshalb schaut euch gerne die gesamte Playlist, sie besteht nur aus 734 Folgen, schaut sie euch gerne nochmal an. Aber es gibt auch vieles, was hier auch gehört wird, was auch jeden, der neu kommt, interessieren wird und was er verstehen wird. Also ihr habt hier nicht umsonst eingeschaltet. Und ja, wir wollen heute erfahren, wie es weitergeht. Wir sind im 12. Kapitel des ersten Kantos mit der Überschrift Die Geburt Kaiser Parikshits. Und Kaiser Parikshit war der nachfolgende Kaiser dieser gesamten Erde, kann man sagen, Bharata Varsha. Und er war der Nachfolger von Kaiser Yudhishthira, einer der fünf Pandavas, die die Schlacht von Kurukshetra gewonnen hatten, sich also gegenüber den Kauravas durchgesetzt haben. Und in dieser Szene hier, in diesem Kapitel, wird seine Geburt, also die Geburt von Kaiser Parikshit, beschrieben. Denn er spielt, man kann sagen, die Hauptrolle des gesamten Srimad Bhagavatams. Er wurde später in seinem Leben, nämlich als er der blühende Kaiser war und die Regierung übernommen hatte, traf er nicht nur die Personifizierung des Kali-Yugas und sehr interessant, wie er darauf reagierte. Das werden wir in einem der späteren Kapitel noch ausführlich erfahren. Er wurde dann aber noch etwas später von dem Sohn eines Brahmanas, der zu sehr im, wir sagen, im falschen Ego gewesen ist, verflucht, in 7 Tagen zu sterben. Und so, und wie er dann darauf reagierte, das ist nämlich auch hochinteressant. Das werden wir auch in einem der späteren Kapitel dieses selben Buches erfahren. Also abonniert schon mal diesen Kanal, dann wisst ihr genau, wie es weitergeht. Aber ich kann euch verraten, er tat nicht etwas, was Morgan Freeman und Jack Nicholson getan haben in so einem Film. Ich habe den Titel vergessen, aber es gibt so einen Film, wo zwei kranke ältere Leute sich im Krankenhaus begegnen und sie beide erfahren, dass sie nur noch wenige Wochen zu leben haben und dann alles nochmal mitnehmen, was es hier in dieser materiellen Welt zu tun gibt. Nein, das hat Kaiser Parikshit nicht getan. Er
hat verstanden, hey, das Leben ist sowieso zeitweilig. Lass mich die letzten 7 Tage verwenden, um von einer weisen Persönlichkeit über die tieferen Informationen oder die, wie nennt man das, über den tieferen Sinn des Lebens und was meine wahre Bestimmung und meine wahre Tätigkeit ist, etwas erfahren. Und so ging Kaiser Parikshit dann zum Gangesufer und suchte die Gemeinschaft des großen Weisen und Rishis Shukadeva Goswamis auf, der ihm dann in 7 Tagen dieses wunderbare Werk ja, erzählt hat. So, und wir wollen jetzt die glückverheißenden Mantras chanten. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Akhyana Timirandasya Yapyana Shalakaya Shakshu Militam Tasmai Shri Gurave. Ich wurde in tiefster Unwissenheit geboren, aber mein spiritueller Meister öffnete mir meine blinden Augen mit der leuchtenden Fackel des Wissens. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrerbietungen. Ups. Nicht schlimm. Bevor man dieses Srimad Bhagavatam vorträgt, dass das wahre Mittel zum Sieg ist, sollte man Narayana, der höchsten Persönlichkeit Gottes, Naranarayana Rishi, dem allerhöchsten menschlichen Wesen, Mutter Saraswati, der Göttin der Gelehrsamkeit und Srila Vyasadev, dem Verfasser, seine achtungsvollen Ehrerbietungen darbringen. Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadarada Shri Vasadi Gura Bhaktavrinda. Und schaltet gerne eure Mikrofone einmal ein. 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und was ich euch auch noch sagen kann, heute ist der Erscheinungstag von Sri Pundarik Vidyanidhi, von Sri Raghunandana Thakur, von Srila Raghunath Das Goswami, von Srila Vishwanatha Chakravarti, das sind alles große Acharyas in unserer Schülernachfolge, und die Ehefrau von Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srimati Vishnu Priya Devi. Und heute ist auch die Saraswati Puja. In indischen Schulen wird heute die Göttin der Gelehrsamkeit Saraswati mit einer Puja verehrt. Und Vasanta Panchami. Ja, und wir schreiben heute nach dem Gora-Kalender das Jahr 536. Ja, nur mal so zur Information. Ja, und hier haben wir den Vers. Das ist der 34. Den haben wir schon jetzt zweimal zitiert. Ich lese heute nur das Deutsche. Mit diesem Reichtum konnte der König die für 3 Pferdeopfer notwendigen Dinge beschaffen. So erfreute der fromme König Yudhishthira, den nach der Schlacht von Kurukshetra große Sorge erfüllte, Sri Hari, die Persönlichkeit Gottes. Und wir gehen jetzt zu der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Möge sich jeder, egal welcher Gemeinschaft, Kaste oder Rasse er angehört, einer beliebigen, pflichtgemäßen Tätigkeit widmen.
aber er muss bereit sein, Opfer durchzuführen, wie es in den Schriften für den jeweiligen Ort, die Zeit und die Person empfohlen wird. Die vedischen Schriften geben den Rat, dass die Menschen im Kali Yuga den Herrn lobpreisen sollen, indem sie den heiligen Namen Krishnas ohne Vergehen chanten. Kirtanat Eva Krishnas Yamukta Sangha Parang Vrajet. Wenn man dies tut, kann man von allen Sünden befreit werden und so die höchste Vollkommenheit des Lebens, nämlich die Rückkehr nach Hause zu Gott, erreichen. Wir haben dies in dem vorliegenden großen Werk an verschiedenen Stellen bereits erörtert. Besonders im Einleitungsteil, wo wir das Leben Sri Chaitanya Mahaprabhus dargestellt haben. Und immer wieder betonen wir das Gleiche, in der Hoffnung, der Gesellschaft Frieden und Wohlstand zu bringen. Der Herr hat in der Bhagavad Gita offen erklärt, wie wir ihn zufriedenstellen können. Und das Leben und Predigen Sri Chaitanya Mahaprabhus sind ein praktisches Beispiel hierfür. Der vollkommene Weg Yajnas, Opfer zu vollziehen, um den höchsten Herrn Hari, die Persönlichkeit Gottes, die uns von allen Leiden des Daseins befreit, zu erfreuen, besteht im gegenwärtigen dunklen Zeitalter des Streites und der Uneinigkeit darin, dem Beispiel Sri Chaitanya Mahaprabhus zu folgen. Ja. Wir lesen nochmal den Vers. Mit diesem Reichtum konnte der König, hier ist von König Yudhishthira die Rede, die für drei Pferdeopfer notwendigen Dinge beschaffen. So erfreute der fromme König Yudhishthira, den nach der Schlacht von Kurukshetra große Sorge erfüllte, Sri Hari, die Persönlichkeit Gottes. Also hier ist von einem Yajna die Rede oder besser gesagt sogar von drei Pferdeopfern, Ashwamedha Yajna auf Sanskrit genannt. Und ja, Srila Prabhupada geht hier in der gesamten Erläuterung auf das Thema ein, Yajna, also Opferhandlung, aber nicht für das vorherige Zeitalter, nämlich das Dwapara-Yuga, wo man eben sich mit großer Tempelverehrung beschäftigte oder eben auch noch Yajnas Opfer ausführte. Wir wissen das auch aus der Bibel, da gibt es dann die Brandopfer und die Schlachtopfer. Das rührt daher, dass diese Dinge in vergangenen Zeiten viel wirksamer waren als heute. Und was wir auch noch erfahren, und zwar, das werden wir am Freitag erfahren, ist, dass die Priester, die damals solche Opferzeremonien ausgeführt haben, sie hatten so viel Macht, so viel Reinheit in ihrer Stimme, in ihrem Klang, diese Mantras auszusprechen, während sie die Tiere in das Feuer hineingaben, dass diese Tiere verjüngt wieder aus dem Feuer herauskamen. Das ist im Kali-Yuga nicht mehr möglich. Und deshalb geht Srila Prabhupada hier in der Erläuterung auf den vorgeschriebenen Yajna für dieses Zeitalter ein, nämlich den Sankirtana-Yajna, wo Menschen zusammenkommen und dann gemeinsam den heiligen Namen Gottes lobpreisen, was sogar schon auch von Jesus Christus empfohlen wird, wo immer zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Dort bin ich mitten unter ihm, heißt es. Ja, und wir haben heute die Rasa Manjari, Devi Dasi, die heute uns mal präsentiert. Ich werde da ab und zu mal liebevoll reingrätschen, die uns mal, also die heute repräsentiert, was die MTB Nektarhummeln mit diesem Erläuterungsabschnitt schon besprochen haben. Hare Krishna. Genau, warte, ich blende dich mal kurz ein. Und okay. Ich habe gerade vergessen, dass ich ja auch noch hier was einstellen muss, weil die Martina das hier immer alles so toll macht. Da fühlt man sich dann plötzlich völlig überflüssig. Moment, wo habe ich sie? Ja, also Rasa Manjari, was habt ihr denn besprochen? Ja, wir sind direkt auf diesen Abschnitt in der Erläuterung eingegangen, und zwar wurden die 10 Vergehen
beim Chanten erwähnt, die 10 möglichen Vergehen, die zu vermeiden sind. Und dann haben wir die alle durchgesprochen. Sollen wir die jetzt nochmal Stück für Stück aufzählen? Ach, die kann man eigentlich immer mal wieder hören. Ja, das ist eine schadet gute nie, ne? Idee. Es Ja, gibt sogar genau. Tempel. Es gibt sogar Tempel, da wird das jeden Morgen, bevor man seine 16 Runden auf der Japamala chantet, werden die noch mal so rezitiert. Also ist eine gute Idee. Also es gibt verschiedene Arten von Vergehen. Und das erste Vergehen heißt, die Gottgeweihten zu schmähen, die ihr Leben der Verbreitung des heiligen Namens des Herrn geweiht haben. Und dann wurde darüber gesprochen, was bedeutet eigentlich schmähen? Das ist ja ein Wort, was wir heute nicht mehr so benutzen. Also üble Nachrede, solche Sachen. Ein wichtiger Punkt war Fehler suchen. Fehler suchen ist auch ein Vergehen, womit man andere schmäht. Also nicht im Unterschied zu vielleicht irgendwo einen freundlichen Hinweis geben, was man dann privat macht. Aber wenn man so drauf aus ist, immer die Fehler bei anderen zu suchen, um sich vielleicht dann besser zu fühlen, das ist also eindeutig ein Vergehen. Genau, also nicht um zu korrigieren, wie zum Beispiel in der Schule muss manchmal die Lehrerin oder der Lehrer den Schüler auf den Fehler hinweisen, aber nicht um ihn dadurch zu erniedrigen oder zu schmähen, wie ihr das nennt, sondern um ihm zu helfen, dass er sich da verbessern kann. Und ja, stimmt, das Wort schmähen ist ein bisschen aus dem Trend gekommen. Ja. Heute hört man mehr so dissen. Ich disse dich jetzt, hört man oft in der Schule. Oder Hate Speech, die Hassrede. Ja. Genau, oh, ich habe hier ein dickes Buch. Das zweite Vergehen, zu glauben, die Namen der Halbgötter wie Shiva oder Brahma seien dem Namen Vishnus ebenbürtig oder von ihm unabhängig. Da ist jetzt, ja, das ist ja ein Riesenthema. Wen verehren wir? Können wir die Halbgötter Shiva, Brahma verehren? Wollen wir das? Sollen wir das? Es wird immer ganz klar gesagt, nein, geht gar nicht. Und dann sind wir auf Oh, jetzt bist du irgendwie Teil eingefroren. Krishnas, als Teil Krishnas, die bestimmte Aufgaben auch zu erfüllen haben. Und in dem Zusammenhang haben wir sehr großen Respekt vor ihnen. Aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt vor diesen Halbgöttern, dass wir sie nicht anbeten. Das war der Punkt. Genau. Also, das ist wie das Personal vom König. Da sollte man, den sollte man auch Respekt darbringen, aber man sollte das Personal vom König jetzt nicht auf denselben Thron setzen. Dann sagt der König irgendwie, hallo, also nichts dagegen, dass ihr meine Minister und meine Diener hier respektiert, aber ich wollte euch darauf hinweisen, ich bin hier immer noch der König. Genau. Und dann kam in dem Zusammenhang die Frage auf, was ist mit Jesus Christus? Jesus ist kein Halbgott, sondern Srila Prabhupada sagt auch immer wieder, Jesus ist der Sohn Gottes. Und es geht, dass es ihm nicht darum ginge, Hindus, dass wir alle Hindus werden müssten, sondern wenn jemand das Christentum wirklich ernsthaft praktiziert und den Namen des Herrn, oder das, es gibt ja auch so das Herz-Jesus-Gebet, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner oder unser, dann ist das genauso gut. Dann kann man auch in seiner Tradition bleiben. Richtig, ja, genau. Das dritte Vergehen, den Anordnungen des spirituellen Meisters nicht zu gehorchen. Der Guru ist der Vertreter Krishnas. Wir als Schüler sehen den Guru wie Gott, aber der Guru sieht sich nicht als Gott, sondern wir nehmen ihn eben als Vertreter Krishnas, als seinen Übermittler, weil wir ja mit Krishna persönlich gar nicht in Kontakt treten können auf unserem Standard.
Die Worte des Gurus müssen aber mit den Schriften übereinstimmen. Das ist eine Möglichkeit zu prüfen, ist es ein wirklich echter Guru, der in der Schülernachfolge Krishna folgt. Genau. Und wenn Krishna seinen Guru sendet, dann, wie sage ich das jetzt, dann ist eben der Guru wie Krishna. Also das ist manchmal, wird es so und so formuliert und ist manchmal verwirrend. Also einerseits ist der Guru wie Krishna, aber andererseits eben auch nicht. Also, ich finde, ein gutes Beispiel ist, du parkst falsch auf der Straße und ein Polizist kommt und er sagt, hey, Sie dürfen hier nicht parken, parken Sie da drüben. Dann kannst du nicht sagen, ja, der Polizist ist ein gewöhnlicher Mensch. Ich habe meine Meinung, er hat seine Meinung. Ich finde den Parkplatz hier ganz gut. Nein, der Polizist repräsentiert den gesamten Staat. Ja? Und wenn wir dann jetzt die Anweisung dieses Polizisten missachten, dann missachten wir das gesamte Staatskonstrukt. Und in dem Moment müssen wir den Polizisten wie den Staat betrachten. Wir wissen, er ist nicht der Staat, aber er ist ermächtigt vom Staat, den Bürger darauf hinzuweisen, dass er woanders parken muss. Und wenn wir das nicht machen, dann kriegen wir mit dem gesamten Staat ein Problem. Das ist ein super Beispiel, ja. In dem dann kam der Papst ins Spiel, und die Unfehlbarkeit des Papstes. Und diese Unfehlbarkeit wird von unseren Gurus nicht erhoben, diesen Anspruch auf Unfehlbarkeit. Der Papst ist eine verehrenswerte Respektperson, aber da er nicht in einer Schülernachfolge steht, sondern ja gewählt wird von den Kirchenvertretern, ist er nicht wie Gott. Okay, das ist ein sehr, sehr Ist sehr riesiges Thema, ja. ein großes Thema, aber vielleicht mal ganz kurz. Man könnte jetzt sagen, nun, er wird ja gewählt von ebenfalls von ermächtigten Kirchenleuten, den Kardinälen, die sich auch gut auskennen und man erwartet von den Kardinälen auch einen spirituellen Blick. Das mit der Unfehlbarkeit, ja, zum Beispiel Srila Prabhupada hat oft darauf hingewiesen, der Guru ist unfehlbar in dem Moment, wo er genau das wiederholt, was er von seinem Guru gehört hat, was in den Schriften steht und was von den Sadhus bestätigt wird. Man nennt das auch Guru Sadhu Shastra. Und einmal fragte Srila Prabhupada, woran erkennt ihr eigentlich, dass ich ein echter spiritueller Meister bin? Und dann haben die Schüler alle möglichen Antworten gegeben, die alle jetzt nicht komplett falsch waren, die waren sicherlich richtig. Aber Srila Prabhupada sagte, der wichtigste Hinweis ist, ob ich selbst den Anweisungen meines spirituellen Meisters folge. So, wenn ich das nicht tue, dann kann ich euch alles Mögliche erzählen. Ich habe dann nicht diesen Status eines echten spirituellen Meisters. Und was das Wählen betrifft, das ist gerade ein Thema, wo sich jetzt Devotis auch mehr und mehr mit beschäftigen. Kann ein spiritueller Meister eigentlich von einer Institution ernannt werden, gewählt und ernannt werden? Und die Stimmen werden jetzt immer lauter, die sagen, viel wichtiger ist, dass der Schüler oder der angehende Schüler, er mag vielleicht jetzt noch kein eingeweihter Schüler sein, dass die Schüler, wie du es eben beschrieben hast, anhand der Schriften feststellen, selbst feststellen, ist dies ein echter, autorisierter spiritueller Meister? Und dann selbst die Verantwortung übernehmen, okay, ich suche jetzt diese Person als meinen Guru auf und bitte um Einweihung, weil ich der Meinung bin, das, was hier alles in den Schriften drinne steht, das trifft auf diese Person zu.
Und dann kann es zu einer Einweihung kommen. Und wenn dann etwas schieflaufen sollte später, was nicht oft, aber hin und wieder mal vorkommt, dann trägt auch hier der Schüler und der Guru und nicht die Institution dafür die Verantwortung. Darüber werden wir aber später mal ausführlicher sprechen, weil das ist ein ganz neues Thema, was jetzt gerade so langsam ins Rollen gebracht wird. Ja, dazu dieser Guru-Schüler-Beziehung wurde noch gesagt, dass es eine individuelle Beziehung ist. Also es gibt ja auch sowas wie Gruppendruck. Alle meine Freundinnen gehen jetzt zu diesem Guru und ich muss dann auch. Und ist das so? Und wie du sagst, das muss jeder für sich. Das ist prüfen und es ist wirklich eine ganz individuelle Beziehung. Das vierte Vergehen. Die vedischen Schriften oder Schriften in ihrer Nachfolge zu schmähen. Und das bedeutet zum Beispiel die Schriften des Bhagavatam und alles als Mythologie abzutun. Das sind einfach irgendwelche ja, mythologischen Erzählungen, wie es ja auch wie die griechische Mythologie oder so. Und sie eben nicht als Wahrheit und eine Schöne Lehre. Märchen, ein paar schöne Ja, genau. Märchengeschichten. Genau. Fünftens, die Herrlichkeit des Chantens von Hare Krishna für Einbildung zu halten. Das Chanten ist eine persönliche Verabredung mit Krishna. Der heilige Name ist von Krishna nicht verschieden. Und wenn wir chanten, sind wir persönlich mit Krishna in einem Date verbunden, sozusagen, mit ihm verabredet. Und das für Einbildung zu halten oder zu meinen, ja gut, das ist einfach, sind Worte, ich denke mir mal, das würde mir gut tun und mir helfen, das ist ein Vergehen. Ja. Das sechste Vergehen, den heiligen Namen des Herrn auszulegen. Also meine eigene Intelligenz zu benutzen, um mir zu erklären, was diese Worte bedeuten sollen. Und nicht einfach, nicht wirklich das so zu nehmen, wie es ist. Der heilige Name ist Krishna. Es ist die Energie Krishnas. Es ist Gemeinschaft mit Krishna. Und darüber zu spekulieren, ist ein Vergehen. Genau, wir sollten den heiligen Namen so verstehen, wie er uns, wie eben schon gesagt, von dem spirituellen Meister erklärt wird, von den Schriften erklärt wird, von den Sadhus erklärt wird und uns da nichts darüber hinaus Eigenes ausdenken. Und wenn Genau. man dann den heiligen Namen so chantet, dann stellt man auch fest, dass es genau so zutrifft. Das siebte Vergehen. Spannend. Mit Vertrauen auf die Kraft der heiligen Namen des Herrn sündhaft zu handeln. Da Nicht zu empfehlen. nicht zu empfehlen, nein, aber ich habe sowas mal erlebt schon vor vielen, vielen, vielen Jahren und war damals ganz am Anfang, habe sehr gestaunt. Da hat jemand, der war als Markthändler unterwegs und ist auch mit der ganzen Sachen mit dem Bus dann in die Schweiz gefahren zu einem Markt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie machst du das dann mit dem Zoll hin und her? Lohnt sich das dann überhaupt? Nee, ich chante einfach, wenn ich über die Grenze fahre. Und dann kontrolliert mich keiner. Und das fand ich damals sehr befremdlich. Und irgendwann habe ich dann das hier, also das ist, glaube ich, nicht, wie sagt man da? Das ist nicht richtig, dass wir sagen, tue etwas, was eigentlich nicht okay ist, was irgendwelchen Gesetzen zuwiderläuft. Und dann chante ich und damit passiert mir nichts. Kann ich diese Gesetze umgehen, sozusagen. Genau, also wenn es jetzt wirklich sinnvolle Handlungen sind, ja, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, was der da auf dem Markt verkauft hat, wenn es Krishna geweihte Speise gewesen ist oder Nee, Krishna was? bewusste Bücher.
Aber wenn es jetzt so, ja, das, was man so auf dem Markt verkauft, müsste man drüber diskutieren, ne? Ja, ob es jetzt schon eine sinnvolle Handlung ist. Ja, gut. Aber wenn es jetzt, nehmen wir mal ein extremeres Beispiel, wenn jetzt jemand in einen Laden geht und etwas stiehlt und dabei Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, 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 Hare Hare. Okay, ich habe doch nicht das gefunden, was ich gebraucht habe. Und er ist wieder draußen und er macht das sich so zur Gewohnheit. Dann auf jeden Fall. Also das geht nicht. Das Oder was es Achte. ja auch, wenn ich es nochmal sagen darf, Ja. was es ja auch bedeutet, ist, du stiehlst etwas aus dem Geschäft und dann packst du es zu Hause aus. Oh, toll, was ich hier gestohlen habe. Oh, das darf man ja eigentlich gar nicht. Das ist ja eigentlich ein Vergehen oder wie nennt man das? Das ist eine sinnvolle Handlung. Ja, das Vergehen kommt jetzt. Jetzt kommt das Vergehen. Ach, ich nehme jetzt einfach meine Gebetskette und chante einfach 108 Mal den Hare Krishna Maha Mantra. Und schon werde ich von dieser Sünde, etwas gestohlen zu haben, was mir nicht gehört, befreit. Der heilige Name ist so machtvoll, Haribol. Da sagt Krishna oder da sagen die Schriften, das ist ein sehr gefährliches Vergehen, weil wir dadurch dann den heiligen Namen für unsere eigenen selbstischen Neigungen ausnutzen. Ja, und ja, stellen wir uns mal vor, das würde wirklich sich verbreiten, so eine Idee, was Menschen alles plötzlich in der Lage wären zu tun und dann sich immer wieder auf den heiligen Namen berufen. Und da sagen die Schriften auch, das ist eigentlich das gefährlichste aller Vergehen, weil dadurch können wir gar nicht mehr ernsthaft frei werden von unseren Unreinheiten, weil wir jedes Mal ja einfach wieder den heiligen Namen chanten, um dann aufs Neue sinnvolle, unreine Tätigkeiten auszuführen. Also es ist die größte Bremse im spirituellen Leben, die man sich nur vorstellen kann. Genau. Das achte Vergehen heißt, das Chanten von Hare Krishna für eine der glückbringenden rituellen Handlungen zu halten, die in den Veden als fruchtbringende Tätigkeiten angeboten werden. Also das haben wir so verstanden, dass es, wenn ich aus Eigennutz chante, also ich chante, um etwas dafür zu bekommen. Oder sogar, hey, ich chante so toll, Krishna, also gib mir mal was dafür. Ja, genau. Also es gibt einen Teil in den Veden, mit dem beschäftigen wir uns gar nicht so viel. Deshalb sind wir da nicht so firm drin. Es gibt einen Teil, der beschreibt, wie du bestimmte Halbgötter verehren kannst, wie du bestimmte Zeremonien verehren kannst, um ganz gezielt ein materielles Ergebnis zu erreichen. Also zum Beispiel, das hatte ich vorhin erwähnt. Heute ist die Saraswati Puja. Das ist ein Tag, wo Hindus die Göttin Saraswati, die Göttin der Gelehrsamkeit und der Künste verehren, aber nicht unbedingt, um im spirituellen Leben Fortschritt zu machen, sondern vielleicht, um ein großartiger Musiker zu werden oder um besonders gelehrt zu werden. Ja, also noch mehr auswendig sich an noch mehr zu erinnern können, wenn man eine Prüfung macht, um dann mehr Geld zu verdienen. So, das sind alles materielle Motive. Und da gibt es eben in den Veden den sogenannten Karma-Kanda-Teil. Und jetzt das Vergehen, von dem ihr spricht, ist, wenn man jetzt denkt, ah, wieder so ein Karma-Kanda-Ritual, was
Das soll sehr machtvoll sein. Was wünsche ich mir denn gerade? Ich wünsche mir, wie Janis Joplin gesagt hat, einen Farbfernseher und einen Mercedes. Da hat sie so ein Lied gesungen und hat Gott auch angesprochen. Lieber Gott, gib mir einen Mercedes und einen Color TV. Und ich singe jetzt einfach deshalb für dich mal. Das ist dann der Karma, das Karma-Kanda-Verständnis. Ja, natürlich, auf der anderen Seite gibt es auch im zweiten Kanto diesen Vers, dass wir Krishna unter allen Umständen verehren sollten. Selbst wenn wir materielle Wünsche haben, sollten wir Krishna verehren. Also das ist jetzt nicht das Ende der Welt, wenn wir Gott verehren, weil wir materielle Wünsche haben. Da sagen die Schriften, es ist immer noch besser, sich an Krishna zu wenden und zu verstehen, dass er der letztendliche zur Verfügungsstelle aller erfüllenden Wünsche ist, als dass wir zum Beispiel zu Halbgöttern gehen oder zu Dämonen. Es gibt auch Leute, die verehren Satan, weil sie irgendetwas haben wollen. So, und aber wenn man jetzt einfach nur denkt, dass dieses Chanten von Hare Krishna ein solches materielles Ritual ist, dann ist es ein Vergehen. Es ist so viel mehr. Wir können frei werden von allen materiellen Verunreinigungen, von allen materiellen Konzepten und direkt zurück in die spirituelle Welt gehen und den reinen, hingebungsvollen Dienst zu Krishna erreichen. Neuntens, das ist sehr spannend, einen Ungläubigen über die Herrlichkeit des heiligen Namens zu belehren. Und das ist natürlich, ich finde, sehr umfangreich, weil wir verteilen ja den heiligen Namen, wir predigen ja, wir verteilen die Bücher, wir sagen, hey, komm, chante Hare Krishna. Fällt das jetzt da drunter oder nicht? Das war die Frage. Und es ist ja, und ein Punkt war, also wenn jemand nicht interessiert ist und sagt, ach nee, bleib mir weg mit deinem Krishna, dann sollten wir ihn auch in Ruhe lassen und keinen Nachdruck machen. Aber wir bieten das ja an. Das ist jemand, der vielleicht, jemand hat das Wort ein Schlafender benutzt, ihn aufzuwecken und ihn davon zu erzählen, dass es nicht einen Ungläubigen zu belehren, das ist was anderes. Also jemanden das nahezubringen, das davon zu predigen, davon zu erzählen, ist alles gut. Aber wenn jemand nicht möchte oder wenn jemand auch gar kein Vertrauen in den Namen hat, habe ich jetzt noch gelesen, dann sollte auch ein Meister, so sollte jemand nicht als Schüler angenommen werden, wenn er noch gar kein Vertrauen hat in die ganze Geschichte. Genau. Oder Rasa Manjari, wie wir das hier heute auch gelesen haben in der Erläuterung, ich lese euch mal diesen Satz vor. Achtung, wir haben, ich fange mal hier an. Wenn man dies tut, kann man von allen Sünden befreit werden und so die höchste Vollkommenheit des Lebens, nämlich die Rückkehr nach Hause zu Gott, erreichen. Wir haben dies in dem vorliegenden großen Werk an verschiedenen Stellen bereits erörtert, besonders im Einleitungsteil, wo wir das Leben Sri Chaitanya Mahaprabhus dargestellt haben. Und jetzt kommt's. Und immer wieder betonen wir das Gleiche. In der Hoffnung, ja, der Gesellschaft Frieden und Wohlstand zu bringen. Das heißt, wir kennen das. Es gibt manchmal Leute, den muss man Sachen zweimal sagen und dreimal sagen. Aber es besteht Hoffnung, dass sie es beim dritten oder vierten Mal dann verstehen. So, das kennen wir alle, glaube ich. Alle, die Kinder haben, die haben das schon erlebt oder in der Schule. So, und da sollte man also dranbleiben. Man muss manchmal Leuten etwas immer wieder sagen. Ne, und dann fällt irgendwann der Groschen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich kann auf jeden Fall von mir sprechen, man musste mir auch bestimmte Sachen öfters sagen, sogar im Krishna-Bewusstsein. Ja? Dann gibt es aber auch diejenigen, die sich ganz erklärt, die ganz explizit dir sagen, das möchte ich von dir nicht noch einmal hören. Ja?
Das nervt mich. So, wenn wir so jemanden treffen, der so wirklich, der weiß schon genau, was du ihm sagen wolltest. Der hat das schon kapiert, aber der will es absolut nicht annehmen, ja? Und sagt es dir auch ganz unmissverständlich. Solche Leute, die sollte man dann am besten außen vor lassen. Warum sich mit denen auch nachher nur noch anlegen? Da gibt es dann das Sprichwort: Wer nicht hören will, muss fühlen. Die müssen dann ihre Erfahrung auf andere Weise machen. Also hier steht noch ein ganz schöner Satz. Srila Prabhupada hat am Anfang, als er nach Amerika kam, jeden ermutigt, den heiligen Namen zu chanten. Aber er hat nicht über regulierende Prinzipien oder sonstige tiefere Philosophie gesprochen. Er ermutigte sie einfach, Hare Krishna zu chanten. Das ist wohl der Unterschied, so wie ich es verstehe. Genau, also ich sag mal so, er hat dann den Schülern schon auch von den regulierenden Prinzipien berichtet, einen Tag vor der Einweihung, die Ja, ersten später. Schüler. Ja, genau. Ja. Insgesamt sollte das schon unser Geist sein, dass wir die Menschen mit etwas Positivem ansprechen, dass wir ihnen erst das Positive anbieten und sagen, hey, das ist so positiv. Ne? Willst du nicht diesen Apfelstrudel? Der duftet so toll. Und ja, nee, wirklich, ja. Du brauchst nur, weil du brauchst ja die Hände frei, um den überhaupt zu nehmen. Du solltest deine schmutzige Kohle, die du in den Händen hältst, die solltest du einfach fallen lassen. Das wäre dann das Negative. So, wenn wir es umgekehrt machen, wenn wir die Leute erst ansprechen, werf deine schmutzige Kohle, die du in den Händen hältst, fort. Ja, wieso das denn? Die sammle ich. Ich habe eine ganze Sammlung von schmutzigen Kohlestücken zu Hause. Willst du die mal sehen? Nein. Werf die weg. Wieso? Dieses Stück Kohle habe ich am Strand bei Sylt habe ich das hier mitgenommen. Und dieses Stück, ne, das ist für den schwierig. Aber wenn wir vorher mit dem Apfelstrudel kommen und er guckt die ganze Zeit sich den Apfelstrudel an, dann fällt es ihm viel leichter. Das zehnte Vergehen. Keinen festen Glauben an das Chanten der heiligen Namen zu besitzen und materielle Anhaftungen zu bewahren, selbst nachdem man so viele Unterweisungen in diesem Zusammenhang verstanden hat. Also da war jetzt der Punkt, dass man dieses Ich, mein, mir, mich beibehält ganz stark, dass man einfach nicht loslässt von seinen eigenen Vorstellungen und dem, was man anscheinend weiß, angeblich weiß, sein eigenes Wissen über alles andere setzt. Genau, also da sollte auch eine eigene Bemühung schon stattfinden, dass man sagt, es gibt dieses Sprichwort, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wenn du nur darauf vertraust, Gott hilf mir bitte, aber du kommst nicht aus dem Bett, ja, wie soll er dir denn helfen? Ja, und genauso, wenn wir den heiligen Namen chanten und auf der einen Seite hilft uns Gott riesig, aber wir gehen keinen eigenen Schritt auf ihn zu. Wir denken, ich chante ja den heiligen Namen, dann kann ich den ganzen Tag ja im Bett bleiben. Oh, jetzt bin ich wieder eingeschlafen. Ich habe ihn eigentlich nur einmal kurz gechantet. Und dann wachen wir nach 4 Stunden wieder auf am helllichten Tag und wundern uns, dass immer noch nichts passiert ist. So funktioniert das natürlich nicht, sondern wir müssen auch eben eine eigene Bemühung zeigen und auch sagen, okay, ich versuche jetzt mal bestimmte Gewohnheiten, die schädlich für mich sind und für mein spirituelles Leben, die versuche ich jetzt mal ernsthaft aus der Welt zu schaffen. Und ja, ich da
Da gibt es dann auch Möglichkeiten. Da gibt es ganze Bücher, wie man zum Beispiel mit dem Rauchen aufhört. Wenn man dann noch gleichzeitig Krishna um Hilfe bittet und den heiligen Namen chantet, da kenne ich so viele Geschichten von Menschen, die sagen, dann hat es plötzlich richtig funktioniert. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Also das muss beides mit einhergehen. Einmal, dass wir Zuflucht suchen bei Krishna durch den heiligen Namen, aber auch eine eigene Bemühung, ja, absolvieren. Genau. Und dann gibt es noch ein weiteres Vergehen. Also man sagte, die Wurzel aller Vergehen. Ich weiß nicht, ob das inzwischen auch als 11. Vergehen Das genannt ist wird. 10, 10 Punkt B. 10 Punkt B, ne? Genau. Ja, Die Wurzel aller anderen Vergehen. so wie im Gesetzbuch, ne, gibt es, glaube ich, auch Gesetz 1, Abschnitt A und B. Ja, ich habe dich unterbrochen. Was war dein Nein, letzter alles Satz? gut. Ich habe ja gefragt, beim Chanten des heiligen Namens unaufmerksam zu sein. Also nebenbei zu chanten, nur aus Pflichtgefühl zu chanten. Ich habe Wichtigeres zu tun, aber nebenbei chante ich mal, damit ich mein Pensum erfüllte. So in der Art. Genau, also ich sag mal so, das ist auch gar nicht so schlecht, wenn man am Steuer sitzt und dann Hare Krishna, Hare Krishna. Ja, aber mit Aber Beatback am Steuer? ja, das ist nicht so gut. Gut. ist sogar gefährlich. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mal ein Auto mit Automatikschaltung. Man konnte sehr gut mit dem Beatback chanten auf der Autobahn, weil man musste nicht schalten. Aber trotzdem, man sollte es nicht tun. Ja, also was damit gemeint ist, man sollte am Tag schon eine Zeit sich reservieren, wo man wirklich nur chantet. Wo man wirklich nur chantet. Und dann, wenn man diese Zeit absolviert hat, dann kann man auch während des Tages bei seinen Tätigkeiten, wenn man bügelt oder wenn man Auto fährt, ohne Beatback, kann man auf jeden Fall so viel chanten, wie man möchte. Das ist auch kein Vergehen. Aber man sollte schon am Tag mal sich wirklich nur auf das Chanten konzentrieren für eine gewisse Zeit. Die Devotis machen das in der Regel morgens. Die beste Zeit ist von 5 Uhr bis 7 Uhr oder früher. Srila Prabhupada hat mal gesagt, wenn man vor 10 Uhr vormittags 16 Runden immer Hare Krishna chantet, kann man nie ernsthaft in Maya geraten. Ja, genau. Es wurde nämlich auch gesagt, dass auch unbewusstes Chanten hat ja eine Wirkung, Ja. weil allein die Klangschwingung so kraftvoll ist. Also selbst wenn jemand, also das Beispiel war diese Margarine, Rama, oder es gab wohl mal jemanden, der hatte einen Hund, der hieß Krishna und wusste aber nicht und hat den immer gerufen. Also solche Sachen haben schon auch eine Wirkung, aber sind nicht gleichbedeutend mit dem konzentrierten, bewussten Chanten. Genau. Also es gibt so drei Stufen des Chantens. Das wird schön in diesem Buch von Satchinandanaswamy erklärt. Die höchste Stufe ist, wenn du mit reiner Liebe chantest, dass dir plötzlich die Tränen aus den Augen kommen. Das ist die höchste Stufe. Und dann gibt es die zweite Stufe, das ist Namabhasa, nennt man das. Da chantet man, ja, vielleicht auch ein bisschen aus Pflichtgefühl, aber es hat eine reinigende Wirkung. Es findet eine Reinigung statt. Man hat noch nicht diese Liebe, aber man versteht, das ist gut. Ich möchte mich reinigen. Ich konzentriere mich. Ich möchte diese Stufe erreichen. Ich möchte mit Krishna tiefer in Kontakt kommen. Das nennt man dann Namabhasa. Und die dritte Stufe, das ist, was ihr eben besprochen habt, Namaparada. Da chantet man, aber macht dauernd Vergehen. Manche schwerer, manche
weniger schlimm. Und wenn man nicht hin und wieder mal auf die zweite Stufe kommt, wo man dann eine Reinigung auch erfährt, dann macht man praktisch keinen wirklichen spirituellen Fortschritt, weil man durch die Vergehen immer wieder, ja, es ist wie wenn du Auto fahren willst, aber dir alle Handbremsen und alle Fußpedalbremsen währenddessen gezogen hast. Ja, das waren die 10 Vergehen. Was ich noch ganz schön finde, ist Adichisch ist das Buch, ne? Ja. Er schreibt hier noch, wir sollen die 10 Vergehen positiv sehen. Also wichtig ist, dass man nicht in einer negativen Art darüber meditiert, sondern in einer positiven Weise. Zum Beispiel, die heiligen Vaishnavas nicht kritisieren, sondern wir den Vaishnavas dienen. Die Schriften verherrlichen, davon überzeugt sein, dass der Name in der Transzendenz verankert ist. Also nicht immer nur diese negative Formulierung, sondern dass wir auch darüber meditieren, wie wir das positiv formulieren und uns dann so weiterentwickeln. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ja. Genau. Oder jetzt beim 10., also da heißt es ja, man soll nicht unaufmerksam sein, und er übersetzt es dann mit großer Aufmerksamkeit schenken und sich vollständig dem heiligen Namen hingeben. Das finde ich Sehr schön. sehr schön, ne? Weil sonst hängt der Geist in diesen negativen Vorstellungen immer so fest. Ne? Jo, und als letztes in der Stunde kamen wir dann doch noch mal zu dem Punkt aus der Erläuterung: Yagya, Opfer. Also Opfer sind notwendig, steht da ja, und die müssen unbedingt ausgeführt werden. Nur das Beruhigende ist oder Erleichternde ist, nicht Opfer, wie sie hier beschrieben werden, sind für uns relevant, sondern jetzt im Kali-Yuga geht es wirklich um das Lobpreisen der heiligen Namen. Lobet den Herrn, preiset seinen Namen, chantet Sankirtan. Das ist das Opfer. Diese Tätigkeiten sind für uns das Opfer. Genau. Und wenn wir bei unseren alltäglichen, das hast du eben schon beschrieben, Tätigkeiten chanten nebenbei, dann werden auch diese zum Opfer. Super, prima. Hare Krishna. Hare Krishna, herzlichen Dank an Rasa Manjari und den MTB Nektarhummeln für diese interessanten Gedanken. Und ja, ich schaue hier gerade ins Chatfenster. Ja, ich glaube, wir sind uns da alle ziemlich einig. Genau, mit dem Beichten, das ist auch so ähnlich. Leute, ich habe mal so einen Mafia-Film gesehen, dann haben sie Leute ermordet und am Sonntag sind sie in die Kirche gegangen und haben gebeichtet. Und dann waren sie frei von der Sünde des Mords und dann haben sie gedacht, na, dann kann ich ja auch noch diesen anderen Gegenspieler auch noch umbringen. Dann habe ich endlich das ganze Geschäft für mich. Dann willst du es wirklich machen? Ja, ich kann ja danach Sonntag wieder in die Kirche gehen. Ja, also das geht gar nicht. Und das ist eben das siebte Vergehen, mehr oder weniger, ne, dass wir im Vertrauen auf die reinigende Kraft des heiligen Namens sinnvoll handeln. Prima. Dann würde ich sagen, der Glockenturm ist in reichweiter Sicht. Enden wir hier einfach und am Freitag geht es dann weiter. Dann schauen wir uns den letzten Abschnitt dieser doch umfangreichen Erläuterung mal an. Und dann haben wir, glaube ich, diesen Vers sehr gut auch behandelt. Ich bedanke mich an alle, die heute wieder mit dabei waren, auch an alle YouTube-Zuschauer, die sich das hier regelmäßig anschauen. Und ich denke, wir haben nicht zu viel versprochen. Auch wenn man hier zum ersten Mal heute eingeschaltet hat, kann man, glaube ich, konnte man da viel von mitnehmen.
über die 10 Vergehen des heiligen Namens zu hören, das ist uns, glaube ich, allen nicht unbekannt, egal aus welcher Tradition wir kommen. Und so gesehen, denke ich, ist das für uns alle wertvoll gewesen. Für mich auf jeden Fall. Prima. Dann würde ich sagen, ich habe hier meine Ukulele wieder mit dabei. Ich hoffe, man kann sie hören. Mach mal kurz einen kleinen Soundcheck. Sagt, hebt mal die Hand, wenn ihr sie hört. Hare, Tora, Tora. Hare Krishna. Hare Krishna. Mikrofone einschalten. Krishna, Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alles Gute, Hare Krishna. Bis zum nächsten Mal. Hare Bol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.